Haarprobe aus meinem Buch Physio-Bohr, physiologisches Oboenspiel, ganzheitliches Konzept für Oboe. Und ich lese aus der zweiten Auflage vom letzten Jahr, erschienen im Aulos Verlag. Und die Überschrift dieses Kapitels aus dem Coaching-Komplexes des spezifischen Teiles lautet Selbstmanagement und Üben. Dies ist das zweite Kapitel. Und die Zwischenüberschrift Selbstverantwortung. Ich schreibe: Eines der Hauptziele während des Studiums und hin auf dem Weg zum professionellen Musiker ist in meinen Augen die Unabhängigkeit vom Lehrer und, dies mit sich führend, die Eigenverantwortung, speziell in Hinsicht auf das Üben. Doch gerade in der frühen Phase des Studiums kann dies zu einer Diskrepanz führen. Von Lehrenden verlangt diese Phase der Erarbeitung des instrumentalen Handwerks mit allen Aspekten eine konsequente Unterrichtsmethode. Dies kann jedoch dazu führen, dass Studierende beim Üben ohne Kontrolle von außen sich selbst überlassen fühlen. Demnach ist es in der Phase auch Aufgabe der Lehrenden, die Studierenden das Üben zu lehren und Lösungsansätze zu diskutieren. In der mittleren und späten Phase des Studiums sollten Studierende dann bereits in der Lage sein, eigene Schwächen zu erkennen und selbst Lösungen für auftretende Probleme finden zu können. Robert Schumann schreibt: Spiele immer, als höre dir ein Meister zu. Und ich schreibe: In der Vorstellung des Schülers sollte der Lehrer in den Stunden des Übens immer präsent sein und der Schüler sich vorstellen können, wie der Lehrer auf bestimmte Probleme oder gelungene Passagen reagieren würde. Dementsprechend sollte er das Üben gestalten. Dies setzt allerdings voraus, dass vom Lehrer bereits ein Grundlagenwissen über die Strukturierung des Übens vermittelt wurde. Ausgehend von der intrinsischen Motivation sollte das Ziel des Schülers sein, ein selbstständiges, professionelles und reflektiertes Arbeiten mit Eigenverantwortung. Frei nach dem Motto: Du bist dein bester Lehrer und Coach. Behandle dich also wie dein eigener Schüler. Und die weiteren Zwischenüberschriften dieses Kapitels, welches ab Seite 311 zu lesen ist, lauten Selbstmanagement, innerer Schweinehund, unreflektiertes Üben sowie durch Zielorientierung entsteht Handlungsmotivation.